So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht endlich los mit dem Lambo-Zusammenbau. Wir haben den Lambo hinten im Anhänger und wir fahren heute zu der Firma Night Factor. Und zwar, ich muss kurz ausschweifen, wir haben alle zusammen einen gemeinsamen Plan. Und zwar würden wir euch das Auto gerne auf der Essen Motorshow präsentieren. Gleich schon mal vorab, das Auto wird unmöglich bis dahin aus eigener Kraft auf die Messe fahren. Das, denke ich, wird nicht realisierbar, alleine weil dafür noch zu viel bei Björner Motor gemacht werden muss. Aber ich denke schon, dass wir auf jeden Fall einen Motor verbaut haben. Wir können euch diese ganze krasse Technik mit der Ansaugbrücke und so weiter zeigen. Und da bin ich natürlich auf Hilfe externer angewiesen. Und da Helge von der Firma Night Factor seit dem ersten Tag zu diesem Projekt dazugehört. Ich erinnere mich, ich bin mit dem Auto damals als Sauger zu denen nach Hamburg gefahren, um die ersten Details zu sprechen auf Achse. Damals waren die noch direkt im Zentrum von Hamburg. Mittlerweile sind sie ja ein bisschen extern. Und somit hat Helge angeboten, ey Philipp, bring das Auto vorbei. Wir bauen den bei uns vor Ort zusammen, den Innenraum, weil eh der gesamte Innenraum aus belederten Teilen von Night Factor besteht. Und da ist es natürlich umso cooler, gerade auch für so ein Projekt, wenn die Mitarbeiter, die sowas beledert haben, es am Ende auch noch zusammenbauen können. Ne? Und dazu kommt, das wird Inhalt von dem heutigen Video, die Jungs haben ja diesen Teppich gebaut, das heißt gebaut, angefertigt. Jetzt fehlt in dem Auto allerdings noch die passende Dämmung dazu, dass dieser Teppich da ganz gerade drin liegt. Und genau den wollen wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen und gucken mal einfach, was für ein Dämmmaterial da zum Einsatz kommen kann. Und dann könnt ihr auf jeden Fall auf jede Menge weitere Folgen freuen. Das geht jetzt Schlag auf Schlag, weil es sind nur noch knapp 8 Wochen bis zur Essen Motorshow. Das heißt, da wird sich auf jeden Fall in nächster Zeit einiges tun. Ja, so, wir fahren da mal hin. Kleine Anmerkung vorab nochmal. Wir haben unsere Pullis wieder lieferbar, endlich. Ihr werdet direkt sehen, das ist ein neues Grün. Das ist ein kräftigeres Grün. Findet da bei uns auf Tuningteile im Onlineshop. Es kommen natürlich haufenweise Fragen, wie fallen die Pullis aus? Deswegen wollte ich eigentlich nur kurz sagen, fallen in der Größe L normal aus. Ich trage Größe L, sitzt ein bisschen lockerer. Darunter werden die Pullis relativ schnell kleiner und darüber werden die Pullis relativ schnell größer. Das heißt, es gibt die Pullis bis XXS und XXS ist wirklich so klein, dass es dann selbst den schlankeren Damen auf jeden Fall passt. Genug Klamotten, jetzt geht's an den Lambo. Herzlich willkommen bei der Firma Night Factor. Moin. Schön, dich wiederzusehen, Helge. Philipp, moin. Ich habe schon im Auto gesagt, es ist ja mittlerweile, sind ja doch ein paar Jahre ins Land gegangen. Ne? Ich glaube 5 Jahre oder 6 Jahre. Ja. Also ich habe gerade noch erzählt, wie ich mit dem Auto auf Achse noch zu euch zum alten Standort gefahren bin. Ne? Das muss schon über 5 Jahre her sein. Ja, gewesen sein. Ne? Ja, es ist schon leider alles ein bisschen länger gedauert. Ja. Deswegen habe ich das Video auch so angefangen, dass ihr auf mich zugekommen seid und angeboten habt, da ihr eh den ganzen Innenraum gemacht habt, jetzt ein bisschen zu helfen, weil wir das Auto auf der ersten Motorshow ja präsentieren wollen. Ich habe auch gleich gesagt, das wird nicht fahren, aber es wird zusammengebaut sein. Das ist natürlich schon cool, wäre das hier zu machen. Ne? Ja, natürlich. Wir können, falls noch was ist, können wir nacharbeiten. Teile liegen jetzt auch schon ein bisschen länger bei dir. Sind ein bisschen eingestaubt leider. Ja, machen wir nochmal sauber und dann können wir das einmal vernünftig zusammenbauen. Ja. Witzige war, ich komme gerade rein, das erste, was Helge fragt, ist, wie das Auto eigentlich zusammengebaut wird. Ob mit Alu oder Titanschrauben oder Originalschrauben. Ja, ist eine typische Frage, die muss man eigentlich stellen. Da müssen wir erstmal nachher nochmal drüber verhandeln. Ja, auf jeden Fall erstmal. Ich habe es selber noch nicht ausgepackt. Übrigens, das allererste Video auf meinem Online-Channel war, YouTube-Channel, war, wie wir das Auto bei mir eigentlich abgeladen haben. Also eigentlich ist seitdem rein gar nichts passiert. Ist halt leider so. Zumindest an der Karosse, an der Technik hier und da haben wir ja schon überall weitergemacht. Aber das Auto war eigentlich genau so. Poliert. Aber immerhin, dann hat es sich ja doch immerhin bestätigt, warum ich es bisher nicht ausgepackt habe. Weil ich habe immer erst gesagt, ich packe es erst aus, wenn dann wirklich was passiert und nicht, dass es dann wieder zerkratzt, einstaubt und so weiter. Ja, was haben wir vor? Oder ich sag mal anders, was können wir tun? Auspacken, zusammenbauen. Nee, das ist klar. Ein Punkt ist ja auf jeden Fall noch Teppich. Ja, der Teppich, wir haben den ja damals nachgebaut nach den Teilen, die du uns gezeigt hast. Da gehören ja noch Schaumstoffe drunter. Das heißt, wir müssen die Lücken, die im Innenraum sind, ein bisschen auffüllen. Das wollten wir damals im Auto, anpassen, das machen wir jetzt quasi. Und dann bauen wir das Auto normal zusammen. Das heißt, einmal Turmbrett, Mittelkonsole, Türen rein, Aluschrauben, Titanschrauben. Volles Programm. Volles Programm, genau. Da werden auch mit Sicherheit noch haufenweise Kleinigkeiten kommen. Auf jeden Fall cool wird, falls nichts gemacht werden muss an den Teilen, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass wir bei euch nochmal so ein bisschen so eure Produktion zeigen können. So, wie einfach mal so ein Lenkrad bezogen wird, wie so ein Teil bezogen wird. Weil ich glaube, jeder, der schon mal so einen Alcantara-Lappen in der Hand gehabt hat, der kann sich das nicht vorstellen, wie man das über so eine runde Form rüberkriegt. Ne? So, aber auf jeden Fall. Ich weiß noch, ich habe es bei meinem Golf 1 damals vor 12 Jahren oder so mal selber probiert. Und
Schwierig, ja. Na, mehr als schwierig, es war eigentlich unmöglich so. Es ist ein Kunsthandwerk, ne? Die Leute lernen das 3 Jahre und wenn die ausgelernt sind, dann fängt es erst an, richtig interessant zu werden. Dann gibt es die Feinheit. Und richtig schwierig wird es dann natürlich, wenn wir wie so eine Art, beim Armaturenbrett wird das ja so eine Art Cover sein, was ihr zusammennäht, was dann drauf gespannt und geklebt wird, ne? Wir machen gerade hinten am Armaturenbrett, kannst du dir nachher mal angucken, wie das aussieht, wie das funktioniert. Wobei, das machen wir, lass mal direkt echt mal. Wir können ja, jetzt ist er so lange eingepackt, jetzt lassen wir noch mal ein bisschen eingepackt. So, ich habe nämlich selber gerade noch gesagt, ja, das muss ja mehr oder weniger so ein Cover werden, was dann drauf geschoben wird. Und ja, wir machen Schablonen vorher, vorab. Ich zeichne mir halt vorher immer die Nähte an, den Verlauf sozusagen, wo dann was hergehen soll. Mache mir dann meine Schablonen aus diesen Teilen. Und die Schablonen übertrage ich dann später auf Alcantara oder Leder, jede, was der Kunde haben will. Und, dann und wo du eine Naht setzt, ist reine Erfahrung? Oder gibt es da einen? Ja, also du hast ja 2 Arten. Du hast ja einmal die Nähte, die du machen musst, um bestimmte Formen hinzubekommen. Und du hast zum Beispiel Nähte so wie hier, die nachher im Prinzip nur Design sind. Nur Optik sind, okay. Optik sind, genau. Dass dann du hast halt hier eine Doppelkappnaht, die halt dann auch auffällt. Und zum Beispiel sind hier Nähte an der Seite. Die muss zum Beispiel sein, weil ich sonst anders gar nicht bezogen kriege, weil hier diese Form halt extrem ist mit der Spitze und so weiter. Okay, verstehe. Genau. Doppelkappnaht heißt, dass beide Teile umgelegt werden und dann vernäht werden? Genau, du hast hier in der Mitte ist ja dann die Schließner, die beiden Teile werden zusammengefügt und dann hast du diese 2 Nähte, die quasi dann links und rechts daneben laufen. Und dann hast du diese Doppelkappnaht. Genau. Ja, ich finde immer, wenn man da so vorsteht, ja, sieht erstmal, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ja. Vor allem ist es ja bei Stoff auch so, wenn es dann Zentimeter zu kurz ist, ist halt zu kurz. Ne? Richtig. Bleibt zu kurz. 3-mal abgeschnitten, immer noch zu kurz. Genau. Erfahrungssache und Airbag? Genau. Airbag-Feld zeichnen wir vorher auch immer an. Das wird auch nachher hier dann freigeschnitten. Witzig ist, man sieht es ja, mittlerweile selbst im Original schon gar nicht mehr, wo es ursprünglich war. Richtig, ne? Richtig. Du hast halt von hier unten eine Metallklappe, die im Prinzip nachher dann das Armaturenbrett an der Stelle genau aufreißt. Ihr würdet an der Stelle aber eine Naht setzen? In dem Fall jetzt nicht. Das wird Alcantara. Wir machen hier eine Sicke, auch eine ganz feine Sicke und lassen das Alcantara einfach nur reinlaufen sozusagen. Mhm. Also da ist keine Naht, dass die Klappe nachher auch sich ohne weiteres einfach öffnen lässt. Also ist das ein durchgehender Stoff oder ist die eigentliche Klappe ein eigener Stoff? Nee, das ist ein eigener. Ein eigener Stoff. Also kann somit einfach aufgehen. Genau. Das ist ein großes Teil, wird dann hier quasi nachher in diese Sicke gestopft und dann kommt nochmal ein kleines Teil oben drauf. Vor allem, das sind ja in Summe dann 1, 2, 3... So 6, 7, 8 Teile sind da schon in Summe, ne? 5 nachher. Hier 5. Ist noch, also hier unten kommen noch mal Teile dran, aber im Prinzip von den Schablonen her sind es 5. Von den Zuschnittteilen sind es dann nachher 4, 5, 6, 7 Teile. Ja. Wie lange sitzt du an so einem Armaturenbrett dran? So von 0 bis es wirklich fertig ist? Ja, kommt immer aufs Armaturenbrett natürlich drauf an. Aber ich sag mal, so wie dieses hier sind so 2,5, 3 Tage. Ist schon mal klar. Und dann kommt ja noch dazu, das muss ja auch alles noch ausgeschnitten werden. Ne? Also alles so, was man hier so sieht, muss ja alles noch. Ja, genau. Also ja, das ist jetzt das kleinste Problem, sage ich mal, bei dem Ganzen. Ne? Wichtig ist halt, dass halt auch da, wo Nähte sind und so weiter, das muss ja vorher schon, müssen da Sicken sein und so weiter. Letzte Frage, wie oft kommt es vor, dass sowas mal in die Hose geht und du so bei 80% feststellst, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen? Also sagen wir es mal so, bei Armaturenbrettern, die wir öfters da hatten, da klappt es, da ist die Ausfallquote eigentlich ziemlich gering. Schwierig wird es immer bei so Sachen, die wir das erste Mal machen. Ne? Da kann halt immer mal was auftauchen, wo du denkst so, Mist, habe ich nicht bedacht. Oder ist irgendwie doch schwierig. Doch und zu kurz. Genau. Und, aber an sich ist die Ausfallquote nicht so gut. Also das läuft schon ziemlich gut. Ja, mein Armaturenbrett ist zum Glück schon fertig. Habe ich auch dabei. Das gucken wir uns nachher mal an. Eine Sache habe ich komplett vergessen. Ja. Kommt das Alcantara direkt da drauf oder gibt es da noch irgendwie wie eine Art Trennschicht zwischen was zum Auffüttern oder so? Ja, genau. Das ist halt die Sache bei manchen Armaturenbrettern. Bei dem ist es jetzt so, da ist original ist Schaum, genau. Und wir können hier eine Sicke schneiden. Das heißt, da kommt jetzt nicht zusätzlich nochmal was drunter, damit die Nähte nachher verdeckt sind. Es gibt aber auch welche, wo du das nicht hast, wo die wirklich nur aus Plastik sind. Und da müssen wir natürlich dann ein bisschen Schaum sozusagen mit auf dem Armaturenbrett verbauen und lassen dann dort eine Sicke drin. Und das alles nur, damit die Naht nicht raussteht später? Ja, genau. Damit die schön planer drin ist. Genau, weil du ja, wenn du diese Materialdopplung hast bei der Naht, dann hast du ja im Prinzip hier 1 bis 2 Millimeter, die sozusagen ja dicker sind.
Und das gleichen wir dann halt mit einem anderen Material aus. Was sind das alles für kleine Striche? Da wird das nochmal eingeschnitten das, oder ist das nur eine Nähmarkierung? Okay, Nähmarkierung. Du musst ja, wenn du gerade hier auf so einer langen Strecke und du nähst jetzt an der Nähmaschine und du hast ja jetzt auch noch ein anderes Teil, was gegenüber kommt und du musst ja genau an der Stelle, an der gleichen Stelle sein von diesem anderen Teil, was dann kommt, genau wie an hier. Okay, so, und beim Nähen passiert ja auch, es verschiebt sich und so weiter. Und damit du halt immer da bist, wo du gerade sein musst, da hast du die Nähmarkierungen, die auf dem anderen Teil gespiegelt sind sozusagen und die müssen immer übereinander sein. Gibt es einen Unterschied zwischen Leder und Alcantara? Inwiefern? Also ich jetzt beim Beziehen, kannst du das genau gleich verarbeiten? Machst du eins lieber? Also ja, es ist ein Unterschied. Alcantara lässt sich meistens etwas leichter verarbeiten, weil das mehr Dehnung hat und so weiter. Leder ist da manchmal ein bisschen schwieriger. Es ist schon ein Unterschied. Auch die Materialstärke macht einen Unterschied. Also vom Verarbeiten her ist natürlich Alcantara ein bisschen schöner, lässt sich leichter verarbeiten. Manchmal sieht aber halt ein Lederarmaturenbrett noch ein bisschen hochwertiger aus als Alcantara. Aber das kommt immer Geschmackssache, so auf die Geschmackssache. Cool. Und das Ganze wird einfach mit Sprühkleber dann komplett getränkt oder wird das mehr so partiell aufgetragen? Nee, also ich sprühe schon dann den Bezug nachher komplett ein, genauso wie das Armaturenbrett. Und der haftet sofort auf Kontakt oder könnt ihr den irgendwie? Nee, wir haben einen anderen, der wird reaktiviert. Sprühen wir ein, der trocknet komplett durch. Beide Teile, damit hast du halt den Vorteil, du kannst es aufeinander legen. Es klebt noch nicht, du kannst es ausrichten. Und machst das an der Stelle warm, wo du gerade kleben willst und dann fügt sich das sozusagen. Das sind die ganzen kleinen Feinheiten, die man dann doch am Ende es verklebt, so hinbekommen, wie du willst. Ne? Genau. Weil ich krieg schon immer zu viel, wenn du nur zwei Sachen aufeinander klebst und es nicht genau erwischt, so ein Aufkleber oder sowas, dann ist halt Feierabend. Genau. Da gibt's, Bildungsauftrag für heute erfüllt. Auf jeden Fall schon mal so viel zum Thema Armaturenbrett. Wir machen bestimmt auch noch weiter mit diversen weiteren Sachen, aber jetzt müssen wir noch aufpacken. So, ich sehe jetzt auch seit langem das erste Mal wieder das ganze Auto ausgepackt und ich muss jetzt einfach noch mal kurz ein paar Minuten über die Lackierung reden, weil es einfach so lange her ist, dass ich auch glaube, dass viele von euch das damals gar nicht mitbekommen haben. Und zwar, die Geschichte zu dem Auto ist eigentlich, es fing an, ich habe untenrum den ganzen Unterboden einmal Trockeneis strahlen lassen. Das heißt, das ganze Auto ist auch von unten einmal komplett sauber. Anschließend ging das Auto zum Lackierer, das hat alles der Chris gemacht in Lübeck. An der Stelle nochmal vielen Dank, Chris. Ich weiß, ich habe dich lange genug genervt, aber Ergebnis ist wirklich geil geworden. Dann kam alles raus. Und es wurde halt einmal komplett lackiert. Einmal komplett lackiert heißt in dem Fall, ich wollte unbedingt auch den kompletten Rahmen lackiert haben. Der ist jetzt leider natürlich nach 2 Jahren stehen schon wieder ein bisschen eingestaubt. Aber das ist alles neu in Schwarzseidenglanz lackiert. Das heißt, dieses Auto ist eigentlich sowohl von oben als auch von unten frisch. Und Lack, wenn man hier so rüber guckt. Was sagst du, Helge? Der Lack ist der Wahnsinn. Das glänzt wirklich wie Wasser. Ne? Es sieht aus, als wenn es frisch lackiert ist, so ungefähr. Ne? Erstmal, ohne Trocknen, genau. Ich bin natürlich tierisch happy, dass nichts passiert ist über die Zeit. Man weiß ja nie, wenn man sowas auspackt. Und es stand bei mir die ganze Zeit in der Halle. Da wurde mal Limo-Motor ein- und ausgebaut. Dann wurde mal ein Golf gebaut daneben. Und dies, das, jenes. Aber es ist tatsächlich, ich habe nichts entdeckt. Das ich habe auch nichts gesehen. Sieht super aus. Also da wirklich fällt mir erstmal auf jeden Fall ein Stein vom Herzen. Wirklich. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Stunden es waren. Aber Chris wird da bestimmt noch mal was zu sagen. Das waren etliche Stunden Lackierarbeiten und dann kam er noch dazu, hat Kevin, den habt ihr übrigens in meinem allerersten YouTube-Video gesehen, in hunderten Stunden das ganze Auto wirklich, ich glaube, er hat angefangen mit 4000er Schleifpapier nass, komplett durchgeschliffen. Einmal alles 4000er, 2000er, 1000er. So, und noch, das ist ja das Krasse, es ist keine Versiegelung drauf. Also das ist wirklich jetzt der reine Klarlack, der nur poliert ist und noch keine Versiegelung drauf. Das heißt, so ein bisschen Glanz wird man da sogar mit einem Wachs oder so nochmal
drauf kriegen. Ne? Und genau das wollten wir auch erreichen. Und ich denke, dass da macht es auf jeden Fall Spaß, den jetzt zusammenzubauen. Ne? Wir freuen uns. Das wird ein schönes Projekt. Und da fangen wir jetzt mit an. Was machen wir, Helge? So, so sieht der Innenraum aus. Immerhin ist noch alles da. Helge fragte mich erstmal, ob der Kabelbaum drin ist. Ja, der ist zum Glück drin geblieben. Aber auch hier haben wir natürlich einige Sachen schon eingespart. Das heißt, Klimaanlage hat das Fahrzeug natürlich nicht mehr, weil die Klimakühler sind vorne vom Wasserkühler. Ist selbst in der Serie schon ein Problem, dass das Fahrzeug Wassertemperaturprobleme hat. Deswegen musste Klimaanlage als allererstes raus. Sonst ist noch alles Stock hier beim Alten. Teppich anfangen. Ne? Wir müssen den Fußboden ein bisschen wieder mit aufbauen. Mhm, genau. Weil hier diese Löcher quasi sind. Da werden wir uns mal überlegen, was wir als leichtestes Material dafür hinkriegen. Und dann von Stück für Stück den Teppich, die Rückwand, Armaturenbrett und zum Schluss halt die Sitze. Ne? So, das waren ja die Teppiche. Jetzt ein Teil davon, die ihr mir angefertigt hatte. Die könnte man jetzt natürlich einfach oben drauf liegen. Ist natürlich. Spätestens wenn jemand einsteigt, ist dann halt hast du eine Beule drin. Ja. Das heißt, wir müssen hier diese Fächer unterfüttern. Wie beim Trockenbau. Genau, ist ab Werk ist das mit Schaumstoff gemacht worden. Ja, man sieht es ja überall noch so ein bisschen. Müssen wir mal gucken, was wir da. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es verschiedene Materialien jetzt so zum Dämmen gibt. Ne? Genau. Für mich zählt natürlich an erster Stelle, wir müssen es maximal leicht lassen. Kommt wahrscheinlich Schaumstoff schon nicht in Frage. Ne? Müssen wir mal gucken, was wir da. Weil es sind ja tatsächlich wirklich relativ gerade Flächen. Ne? Genau. Ich hatte es auch runder in Erinnerung, aber das sind ja wirklich alles Flächen, die man relativ einfach wirklich wahrscheinlich auslegen kann. Dann Teppich drauf, dann wahrscheinlich Armaturenbrett, so ein bisschen Himmel, Säulen und so weiter. Genau. Und ganz zum Schluss so Sachen wie Tacho, Mittelkonsole und so weiter. Ne? Ich muss mir auf jeden Fall noch ein paar Minuten den Lack nachher angucken. René war auch schon. Ich habe noch nie einen geileren Lack gesehen. Es ist schon. Geht aber halt auch wirklich nur mit Uni-Schwarz. Ne? Ja. Ist es egal, welche andere Farbe du nimmst. Keine Chance. Ja, es ist wirklich heftig. Krass. Geil. Für mich persönlich, ich kann es mir auch noch gar nicht so vorstellen, dass es jetzt losgeht. Weil das Ding stand jetzt wirklich so lange. Guck mal, so lange wie wir schon filmen, du hast ja noch gar nichts davon eigentlich gesehen, ne? Außer das erste Video und nie wieder. Genau. Ein paar Motorensachen bei Björn. Da geht es übrigens auch direkt auch weiter. Aber jetzt erstmal Innenraum, dann Karosse, dann Motor. So ist der Plan. Und Ziel ist erst Motorshow. Ziel ist erst Motorshow. Wird niemals auf eigener Kraft auf dem Stand fahren. Aber ich denke, wir können auf jeden Fall das Auto einfach mal zeigen. Kriegen wir. So, das war Night Factor Teil 1. Nächste Woche geht es direkt weiter, weil jeder, der jetzt rechnen kann, es sind nicht mehr so viele Wochen bis zur ersten Motorshow. Das heißt, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Als erstes zeigen wir euch den Fortschritt dann in Bezug auf Teppich und so weiter. Und dann freue ich mich darauf, wenn ich irgendwann in meinem Alcantara-Traum Platz nehmen kann. Kriegen wir hin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.